5 Tipps, um sicher durch diese enorm turbulente Zeit zu kommen. Tipp Nummer 1. Sieh immer das große Ganze. Verliere dich nicht in den aktuellen Kleinigkeiten deines Alltags. Es geht im Moment um den größten Aufstiegsprozess, den die Erde je erlebt hat. Und du bist mittendrin. Bleibe fokussiert auf das große Ganze. Was ist das Ziel? Was für ein Sinn steckt dahinter? Und du reist ganz, ganz anders. Tipp Nummer 2. Finde die Wahrheit in deinem Herzen. Du hast deine eigene Wahrheit und auf die kommt es genau jetzt an. Finde sie hier statt hier und finde sie hier statt da draußen. Fühle, wisse, erkenne deine Wahrheit in deinem Herzen. Tipp Nummer 3. Erlaube dir zu fühlen. Erlaube dir, alles zu fühlen. Alles, alles, alles ohne Wertung. Und dann lasse es los. Lasse es durch dich durchfließen. Lasse es los. Halte nicht daran fest. Tipp Nummer 4. Sei stolz auf dich und feiere dich für die riesen, riesen Schritte, die du schon gemacht hast. In diesem Leben und in den vielen, 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 vielen Leben davor. Sei mal so richtig stolz auf dich und erkenne an, was du schon alles geschafft hast. Ganz wichtig. Und Tipp Nummer 5, shine bright in your own light. Welche Farbe hat deine Seele? Welche Farbe brauchst du vielleicht gerade? Und ganz und gar in deine Kraft zu kommen. Ist es eine Art Pink? Ist es weiß, rosa, lila? Sind es gemischte Farben? Finde deine eigene Farbe. Gehe in dein Inneres und verbinde dich mit der Kraft dieser Farbe und du wirst strahlen und leuchten und zentriert sein können und vor allem ganz du. Und das brauchen wir im Moment, dass jeder von uns ganz er oder sie selber ist. Wenn du mehr zu diesen Tipps wissen möchtest und in eine wunderschöne Vollmondmeditation eintauchen, komm doch zu meiner Vollmondmeditation am 9.10. um 18 Uhr. Melde dich jetzt an. Den Link findest du in meiner Bio im Linktree. Vollmondmeditation mit 5 Tipps. Noch einmal etwas intensiver, etwas genauer erklärt, damit du in deinem Alltag ganz easy damit arbeiten kannst. Sehen wir uns. Bis bald. Deine Kerstin.